Marit und Jens erwarten schon was. Viel Altbau und so, ich könnte mir sehr gut vorstellen, eine gutbürgerliche Küche im bestgemeinten Sinne. Ist ja ein Dorf. Ich kenne hier den einen oder anderen guten Griechen, ja. Aber jetzt sonst, ehrlich gesagt, muss ich nicht unbedingt nach Teusdorf kommen. Ich komme vom Dorf, ne? Das heißt nicht zwingend, dass es da nicht irgendwie ein kulinarisches Highlight geben kann. Martina und Mitstreiter Jens hoffen auf einen Geheimtipp. Also hier so mitten im Wohngebiet, Troisdorf. Ich glaube nicht, dass hier jemand zufällig vorbeikommt. Das ist ein Lokal, das man kennen muss. Seit 12 Jahren gibt es das Restaurant Birte. Seit einem Jahr ist Hotelfachmann Felix der Chef. Ihr zwei. Hallo. 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 Alles gut? Alles gut? Sehr gut. Diese vier muss er überzeugen. Hallo Felix. Hi, hallo Felix. Grüß dich, mein Lieber. Das ist aber ein schönes Plätzchen. Ja, wunderbar. Ja, danke schön. Herzlich willkommen bei mir heute im Restaurant Birte im beschaulichen Troisdorf. Geht euch schon mal rein, sucht euch ein Plätzchen, fühlt euch wie zu Hause, aber tut mir einen Gefallen, bitte benehmt euch nicht so. Ja? Bis dann. Bis dann. Danke. Ringfrei für die letzte Runde. So, ich bin richtig motiviert. Ich hab Bock. Heute Finale. Ihr wisst ja, das Beste kommt zum Schluss. Dann gehen wir mal rein, legen wir los. 160 Quadratmeter hat der ehemalige Bauernhof und Innenplatz für 60 Gäste. Wow, guckt euch mal die Balken an. Ja. Wahnsinn, ne? Total romantisches Plätzchen hier. Wahnsinn. Ich liebe ja die Deckenhöhe. Guck mal, alles offen bis ganz oben hin. Schönes, altes, denkmalgeschütztes Haus. Ist eine schöne Location. Es ist romantisch. Und Felix setzt seine modernen Akzente. Passt. Alles gesagt. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe Hunger. Gegen Heißhunger gibt es hier 6 Vorspeisen, 10 Hauptgerichte, 3 Desserts und wechselnde Tagesempfehlungen. Gambas in Orangen, Tequila auf gemischten Salat, das ist... Ja, vor allem Tequila auf gemischten Salat, da bin ich mal gespannt. Ja, das ist eine gute Zusammenstellung. Crossover, ja, würde ich sagen, der geht jetzt in alle Himmelsrichtungen. Ja, das, was er gut findet, bringt er auch auf seine Karte. Felix Mitstreiter testen jeweils 3 Gänge. Gutes Gelingen. Jetzt muss der 29-jährige Koch mit Wissen und Können glänzen. Ich bin Jens, hi. Ich bin der Lars, hi. Freue mich, Lars. Ich bin der Fahrrad, Lars. Hallo, grüß dich. Lars. Wir kochen heute zusammen. Ja, ich koche heute einen Ziegenfrischkäse mit einem Kürbissalat, Kürbiskrokant, eine selbstgemachte Senfmayonnaise und getrocknete Aprikosen. Krokant ist, geht immer, ne? Dafür erhitzt er weißen Zucker und Kürbiskerne im Topf, aber nicht sehr lange. So, wenn das dann so aussieht, dass der Zucker komplett auskristallisiert ist, stellen wir das erstmal kurz an Seite und lassen das auskühlen. Währenddessen macht Lars den Kürbissalat. Du nimmst was für einen Kürbis? Einen Hokkaido-Kürbis. Der Hokkaido-Kürbis ist vom Fleisch her ziemlich fest, dass wir den gut reiben können für den Salat. Das ist ein schöner Kürbis grundsätzlich mal. Ne? Erstens mal, wenn ich ihn als Gemüse nehme, kann ich ihn mit Schale verwenden. Das finde ich immer sehr praktisch. Und tatsächlich kann man es ein bisschen vergleichen mit einer festkochenden Kartoffel. Ne? Der Hokkaido ist reich an Vitamin C. Sehr gesund. Genau, nebenbei mache ich das Dressing. Dafür brauchen wir ein bisschen was weißen Balsamico, Senf zur Bindung, ein bisschen was weißen Pfeffer, ein bisschen was Salz. Also alles, was zu einer klassischen Vinaigrette gehört. Fehlt nur noch Olivenöl und was Süßes. Ein Dressing ohne Zucker geht nicht. Wenn es nicht zu sauer ist, ist es tranig und schmeckt nur nach Öl. Das heißt, du musst schon erstmal, muss es zu sauer sein und dann arbeitest du mit dem Zucker ein bisschen gegen. Ja, und je südlicher es geht, je weniger süßlich wird das Dressing. Das darf ich mal als kleine Information dazu geben. So, dann haben wir den Kürbissalat fertig. Den werden wir jetzt ein bisschen was an Seite stellen, dass er ein bisschen was ziehen kann. Ja, ist besser. Bring mal in Sicherheit. Habe ich jetzt einen neuen Löffel? So, dann machen wir jetzt den Ziegenfrischkäse. Den habe ich hier schon in einer Schüssel vorbereitet. Das ist jetzt purer Ziegenfrischkäse aus 100%iger Ziegenmilch. Bei Ziegenfrischkäse muss man auch mal ein bisschen darauf achten, wo man und wie man den kauft. Ne? Also aus dem Großmarkt, aus dieser Großfläche muss man aufpassen, dass man da nicht so diesen Universal-Standard-Ziegenkäse-Blödsinn nimmt. Mit Milch, Honig und Salz schlägt Koch Lars den Frischkäse auf. So, den stellen wir dann erstmal kalt. Dann machen wir jetzt den Kürbiskrokant fertig.
Dafür stellen wir das nochmal auf. Wir rühren jetzt so lange, bis bis das karamellisiert und die gewünschte Farbe erreicht. Ins Dunkle rein. Je dunkler der Karamell, desto bitterer ist er. Mit etwas Butter bleibt er geschmeidig. Machst du den jetzt so ganz grob? Bleibt der so? Oder sonst genau, der bleibt so. Stelle ich mir das halt vor, und schredderst das und hast diese kleinen Dinger, die man so drüber drückt. Genau, ne? Das ist eher wie so eine. So eine Mandel, wie man von der Kirmes kennt. Ich kann Pinienkerne krokant machen, ich kann aus allem eigentlich ein kleines krokant machen. Ja, super. Also allein von den Farben her könnte die Vorspeise ein voller Erfolg werden. Komm jetzt, ich habe Hunger, dann ist es fertig. Die Bonner Runde checkt heute den jüngsten Kandidaten. Hier ist Felix mit den Vorspeisen. Jens testet die Gambas in Orangen-Tequila auf gemischtem Salat. Martina hat die hausgemachte Falafel auf Tabouleh-Salat und Tahini-Soße. Jens Nummer 2 ist die Bruschetta mit Ceviche vom Lachs auf Sahne-Meerrettich. Farid hat den Ziegenfrischkäse mit Kürbissalat, Senf-Mayo, Kürbiskrokant und Aprikosen. Gestern hattest du Riesengarnelen, jetzt Gambas. Gute Wahl, Jens? Zuerst zu den Gambas. Da muss ich euch sagen, die sind absolut Bombe. Guckt euch mal an, die sind sowas von noch schön glasig. Ja, der Gargart war klasse. Also war wunderbar gemacht. Schön, zart. Sie hat schon wieder Gambas bestellt. Die Kombination mit die Gambas mit dem Dressing Orangen-Tequila ist absolut fantastisch. Und gibt eine zu dieser salzigen Garnele oder Gamba noch einen schönen runden Abgang hinten am Gaumen, ist fantastisch, mega, weil ich kannte das nicht und sowas reizt mich. Sowas reizt mich, da fängt bei mir der Genuss an. Ich habe den Balsamico-Dressing genommen, ist da, der ist zuckersüß. Das Balsamico-Dressing am Salat war kein Balsamico, sondern einfach nur süße, wie Honig oder irgendwas dazu gemischt. Ich weiß es nicht. So ein Balsamico hatte doch schon ein schönes bisschen Säure. Ein bisschen herb. Das würde besser passen zu dieser süßen Orangen-Tequila. Verfehlt. Das verfehlt natürlich ein bisschen, weil irgendwann ist das fast wie so ein Dessert. Leider hat es dann den Genuss komplett zerstört. Ja, das ist blöd. Ein Dressing braucht einen Gegenpart, ne? Der braucht die Säure. Wie schmeckt deine Vorspeise, Martina? Die Falafel sind selbstgemacht. Die haben so ein bisschen so dieses erdige, körnige von diesem Kichererbsen, dieses so ein Grundgetreidegeschmack irgendwo. Oh. Wenn man sie isst, ist sie erstmal trocken im Geschmack. Wenn man das ganze Gericht dann als Gesamtkomposition sieht mit dem Tabouleh-Salat zusammen, gibt es dann eine runde Sache. Die Falafel isst man ja normalerweise dann jetzt mit dem Tahin. Das ist einfach eine Paste aus feinst gemahlenen Sesamkörnern. Und ja, nicht wegzudenken in der arabischen Küche. Ne? Und Grundzutat von Hummus, Kichererbsenbrei. Das Tahin ist halt wirklich so wenig da. Guckt mal, so, das ist echt nur so ganz bisschen. Also davon könnte man auf jeden Fall noch ein bisschen mehr haben. Dafür sind die Falafel sind trocken. Nachbestellen. Zu süß, zu wenig Dip. Gibt's jetzt noch mehr Mecker? So, meine Lieben. Farid, du hast den Ziegenfrischkäse probiert. Genau. Schieß los. Nee, nicht schießen. Also die Zusammenstellung, sehr interessant. Frischkäse an sich hat mir sehr gut geschmeckt. Ist cremig, ja. Es ist würzig, ja. Also leicht würzig, weil das ein Frischziegenkäse ist. Dann die Orangen-Senf-Mayonnaise. Die hat auch dazu harmoniert. Die hast du frisch gemacht mit frischen Eier. Würde passen, aber ist mir persönlich zu süß. Der Frischkäse oder der Kürbissalat? Oder beides? Das Ganze zusammen. Du hast die süße Aprikosen, die karamellisierte Kürbiskerne, dann die Süße von Hokkaido-Kürbis. Alles zusammen ergibt eine sehr süße Vorspeise. Könnte auch als Dessert durchgehen. Es war zu viele süße Komponenten drauf. Ja. Witzig, ne? Das war jetzt schon das zweite Mal. Ne? Ist der kochende Süßer? Das bin doch ich. Zu viel Süße kann durchaus sein. Ne? Der Ziegenfrischkäse, ich glaube, du hast es noch mit ein bisschen Sahne gemacht oder so. Als Dessert würde ich es natürlich so nicht servieren, wegen des Kürbis. Aber danke. Jens, du hast die Ceviche auf dem Sahne-Meerrettich, die Bruschetta von der Tageskarte. Wie hat sie geschmeckt? Also erstmal geschmacklich war es ja lecker. Das ist ein wunderbares Lachs-Tatar, ist ein wunderbares Focaccia. Ich habe mich jetzt nur gefragt, warum du es nicht abschreibst.
Ein Gericht unter falschem Namen? Ne? Weil es ist keine Bruschetta, es ist kein Ceviche, da sind Zwiebeln drin, da sind klassische deutsche Kräuter wie Dill und sonst was drin. Wenn wir schon Richtung Mexiko, Peru gehen, die südamerikanische Petersilie ist der Koriander, wenn überhaupt, dann den rein. Ja. Ceviche ist natürlich ein Gericht aus Peru, wir sind nicht in Peru, aber ist eine Ableitung. Vielleicht kann man es am Tisch ein bisschen besser erklären. Natürlich ist in den normalen Ceviche sowas wie rote Zwiebeln oder auch Koriander drin. Das ist jetzt unsere Art, das kann man natürlich anders betiteln. Das werden wir sehr wahrscheinlich dann auch machen, dass da keine Verwechslung entsteht und die Leute Spaß am Essen haben. Dankeschön. Danke. Gerne. Ja, gerne. Danke. Und? Alles okay? Also emotional ist auf jeden Fall alles gut. Endlich hatte ich mal eine neue Situation jetzt in den 5 Tagen, weil das war jetzt für mich mal Premiere. Vorspeise ist durch, jetzt kommt der Hauptgang. Gutes Gefühl? Auf jeden Fall. Beim nächsten Gang will Koch Lars es jetzt perfekt machen. Dabei schauen ihm Jens und Martina kritisch auf die Finger. So, dann zeig doch mal, was du schönes vorbereitet hast und was du vorbereitet hast. Genau, wir machen eine Kalbsleber mit einem Kartoffelpüree aus Troisdorfer Hörnchen. Das ist von unserem Bauern hier um die Ecke. Das ist eine ganz alte Kartoffelsorte. Ja. Ich nehme an, angelehnt an die Bamberger Hörnchen. Genau, an die Bamberger Hörnchen. Der Name ist halt leider geschützt, dadurch Troisdorfer Hörnchen. Das ist richtig, die Bamberger Hörnchen ist eine alte Kartoffelsorte aus dem Franken, ne? Aus dem Frankenland. Ne? Festgekocht ist sie und sehr klein, länglich. Ja, fingerförmig, runde Form. So würde ich sie beschreiben. Ne? Ich kenne die Originale, die Bamberger Hörnchen, und da bricht man sich ja die Finger beim Schälen. Da nimmst du lieber die dicken Kartoffeln. Die sind geschmacklich sehr intensiv. Insofern lohnt es sich auch, tatsächlich sich da so ein bisschen die Finger dran zu brechen. Es ist ganz was anderes, als wenn man eine ganz normale 0815 Kartoffel hat. Die Troisdorfer Hörnchen haben ein nussiges Aroma und einen intensiven Eigengeschmack. Dann werde ich ein bisschen, kannst du mal klassisch pürieren, ne? Genau, ein bisschen Sahne aufkochen. Mit ein bisschen Butter. Mhm. Das ist eine 32%ige Sahne, mindestens 32%. Okay. Frische Muskatnuss. Schön frisch, wunderbar. Ich würde sagen, klassisches Kartoffelpüree. Handgestampft, so will es die Tradition. Und jetzt ran an den Speck. Der Speck ist jetzt von unserem Metzger. Welche Metzger habt ihr? Der kommt aus Much. Eine ganz kleine Metzgerei. Der fährt überwiegend auf Märkte. Der ist immer an 3 verschiedenen Tagen auf dem Marktstand und verkauft mit einem Wagen. Okay. Ui, Speckwürfel XXL. Mager ist das nicht. Kommt das Fett, das jetzt ausläuft, das fängst du auf und das wird nachher mit reingenommen in das Gericht? Ich werde jetzt gleich, bevor ich die Birnen reinschmeiße, ein bisschen was Zucker reinmachen, dass das karamellisiert. Ja. Also quasi Zucker rein und direkt die Birnen hinterher. Okay. Lösch das mit ein bisschen Weißwein ab und lass das dann ein bisschen was einkochen. Nur bitte sachte mit der Dosis. Die Vorspeisen waren den Mitstreitern zum Teil zu süß. Der Speck ist ja ganz massiv. Er hat auch dicke Stücke gelassen und die in der Pfanne schön ausgelassen. Dazu die süße Birne, ist eine schöne Kombination. Und das ist nur die Beilage. Jetzt kommt das Zentralorgan des Gerichts, die Leber. Da habe ich jetzt im Vorfeld schon die Haut abgezogen. Das ist jetzt die Kalbsleber. Das ist Kalbsleber, schön. Genau. Ja, schöne Kalbsleber, ne? Unter der Leber grundsätzlich mal so die Königsdisziplin, die Kalbsleber, ne? Man kennt eigentlich die Leber klassisch schön in ein Stück geschnitten. Genau, ich schneide die in kleineren Portionen. Okay. Dann kann ich die was schöner anrichten und vom Braten her ist das für mich einfacher, die kurz vor Ende schnell rauszugeben. Frische Leber glänzt und hat kaum Eigengeruch. Wenn die jetzt so dünn geschnitten ist, wie lang braucht die in der Pfanne? Ich würde sagen, die braucht nur mal ganz kurz, genau, ne? Nur so vom Gefühl her. Ein paar Sekunden, das geht relativ zügig. Roh sollte man die Leber nicht essen, sondern möglichst durchgaren. Lars brät sie mit frischem Salbei. Ein ganz kleines Stückchen Butter. Leber hat vor allen Dingen diese Eigenschaft, dass es sehr intensiv riecht. Und für mich ist allein der Geruch schon so, dass ich normalerweise aus der Küche flüchte. Fand ich jetzt hier sehr positiv. Die Kalbsleber hat quasi gar nicht gerochen. Und da verduften sie auch schon wieder zum Tisch. Felix schüttelt den 2. Gang aus dem Ärmel. Es geht weiter mit den Hauptspeisen. Ich darf euch die Sophie vorstellen, ein neues Gesicht. Mit wertvoller Fracht. Das Wolfsbarschfilet an Honigsenfsoße, Rosmarinkartoffeln und Gemüse ist für Jens. Martina hat das Supreme vom Eifelhuhn mit Blumenkohlmusselin.
Jens Nummer 2 probiert die Kalbsbäckchen mit Süßkartoffelpü und Spitzkohl. Und Farid isst die Kalbsleber auf Kartoffelpüree aus Troisdorfer Hörnchen. Die Portionen sind alle nicht klein. Kann das sein? Find die schon ziemlich mächtig. Ist dein Hauptgang denn auch mächtig lecker, Farid? Kalbsleber ist zart, saftig, sehr gut gebraten. Schaut mal, guck mal, wie weich das noch ist. Wenn du Leber zu lang brätst, ja, dann zerfällt das in einzelne Stücke. Ja. Leber an sich hat einen Nachgeschmack, einen mehligen Geschmack, ja, wenn das zu sehr gebraten ist. Das ist hier nicht der Fall. Und die ist auch gut gegart. Es war wirklich frisch und so wie Leber schmecken muss. Mein Kalbsleber ist nicht jetzt überwürzt, ja, weil du hast einen Speck, der ist Salz, der gibt noch einen gewissen Salzgeschmack noch dazu. Die Kombination mit Birnen, Speck, das harmoniert. Der Speck ist sehr saftig. Es war ein dickes Stück und sehr gut kross angebraten. Bamberghörnchen ist ein Begriff. Troisdorferhörnchen ist eine Abzweigung. Kartoffel ist schon fluffig, ja. Es ist gut abgeschmeckt. In meinem Fall ist es okay. Gut. Bei Berliner Art hast du dann nur Zwiebel und die Äpfelringe dabei und Kartoffelpüree. Und hier habe ich noch zusätzlich Speck dabei. Dann lieber diese Kombination. Man hat jetzt bewusst Birnen mit Äpfeln vertauscht. Und gut gesagt. Ja, war auch gut gemacht. Ei, das war jetzt ein Wortspiel, oder? Wie gefällt dir der Wolfsbarsch, Jens? So wie ich den sehe, ist das ein Wildfang, weil er auch schön von der Größe präsent ist. Schön auf der Haut gebraten, muss doch sein, damit er nicht austrocknet, weil es ein ganz ziemlich flacher Fisch ist. Auf jeden Fall schaut er schön gut gegart aus. Ne? Absoluter mediterraner Fisch. Ne? Darf in ganz Italien, Spanien, Portugal, Griechenland, darf nirgendwo fehlen. Der Fisch an sich ist sehr zart, schön saftig, braucht noch nicht mal Salz. Der ist schon hier auf der Haut etwas gesalzen, seht auch schon ein bisschen die Kristalle. Also mit der Zitrone natürlich darf beim Fisch nicht fehlen. Und gibt diesem Fisch noch eine kleine Beize, kannst du sagen. Der entwickelt sich dann noch im Fleisch etwas anders. Die Kombination vom Fisch mit dieser Senfsoße, das ist nicht nur eine Senfsoße, die hat auch ein bisschen Frucht mit dabei, harmoniert wirklich hervorragend. Ich könnte mir vorstellen, dass er so noch eine Nuance untergeordnet hat, an wahrscheinlich ein bisschen Honig, und muss sagen, ich war absolut begeistert. Ja, ja, Honig und Senf passen immer gut zusammen, ne? Und gut zu Fisch. Ich schwebe nicht in Wolke 7, aber ihr kennt mich ja nur auch. Ich bin natürlich auch da ein bisschen anders unterwegs. Es macht satt, der schmeckt fantastisch, gut, mehr kann man dazu nicht sagen. Für dein Gericht hatte Mike ja Verbesserungsvorschläge. Du auch, Martina? Ja, das ist mein Gericht. Ich hatte übrigens keine Blumenkohl-Muslime. Die Musline von Blumenkohl, die ist ganz fein. Hier, wenn man es so sieht, guck, können wir auch, wenn die mal so drüber streicht, da ist wirklich gar nichts mehr. Die haben es ganz, ganz fein gemacht. Schön sahnig auch, buttrig, finde ich auch klasse. Ich liebe Butter. Okay, dann hat er doch nachgearbeitet. Optisch hätte ich wohl gedacht, schön. Der Teil, der wirklich der innerste Kern, sieht man hier auch. Der ist noch, der glänzt noch richtig, der ist noch wunderbar saftig. Und nach außen hin auch so das Fleisch, wenn man jetzt so reinpiekt, man sieht es. Guckt, wie das schön nachgibt. Huhn oder Geflügel im Allgemeinen neigt ja, du hast schon mal die Salmonellengefahr zum Beispiel, der muss einfach komplett durch sein. Es gibt, man darf Geflügel einfach nicht roh essen. Durchgegart ja, aber nicht totgegart. Ne? Das ist die große Formel. Die Soße, die ist eine ganz normale, dunkle Bratenjus, die er damit dabei gegeben hat. Die schmeckt wunderbar, vor allen Dingen zu diesen Kartoffelplätzchen, weil die Kartoffelplätzchen sind nicht besonders, also schmecken eigentlich, sind eigentlich nur Soßenträger. Sie pur zu essen, macht überhaupt keinen Sinn. Alter Schwede, ich liebe die Dinger so. Die waren toll. Die waren ganz toll. Gastgeber Felix und sein Koch kämpfen um den Wochensieg. Waren das Gewinnergerichte? Ich bin gespannt auf euer Feedback. Wer darf denn, wer möchte denn starten? Sag was, Jens. Das ist eines der geilsten Kalbsbäckchen, was ich je gegessen habe. Und das freut mich riesig für dich. Und ohne Witz, ich habe hier nichts zu kamellen. Cool, cool, cool. Also ganz ein starkes, tolles, schönes Kompliment. B.
beste Bäckchen seit langem. Wenn du da durchschneidest, Alter, das ist wahrscheinlich 20 Stunden gegart, da läuft noch Saft raus. Das ist, nein, das kannst du besser nicht machen. Das ist super. Ich mag überhaupt keine Süßkartoffeln. Egal wann und wo oder wie ich Süßkartoffeln gegessen habe. Ich weiß nicht, was du da gemacht hast, aber das Ding ist Hammer. Das ist wirklich, das ist ein Püree. Tolle Cremigkeit. Du siehst das hier, da ist nichts. Ne? Das ist einfach wirklich sauber Püree. Du kannst hier mit dem Messer lang, das ist toll gemacht. Ich bin stolz auf dich. Dankeschön. Wie stolz bist du? Ja, mega stolz, ne? Klar, vollkommen zu Recht. Top Arbeit, mega abgeliefert, alle zufrieden. Hut ab, geil. Endspurt. Jetzt kann Koch Lars sich richtig süß austoben. Klopf, klopf, die zweite. Diesmal komme ich einfach rein. Oh, wunderbar, dann machen wir jetzt das Dessert, oder? Was machen wir? Wir machen eine Schokotarte mit einem Waldbeergelee. Eine Schokoladentarte. Und dazu gibt es dann später noch ein Mango-Eis dazu, ein Mango-Sorbet. So, wir fangen dann erstmal mit dem Mürbeteig an. Okay. Dazu wiegen wir uns jetzt die Sachen ab. Auf die Waage müssen Mehl, Zucker und Butter. Außerdem kommen noch ein Ei und eine Prise Salz in den Teig. Und dann kneten wir das. Zum Glück hat er dafür ein ausdauerndes Gerät. So, wir fangen dann jetzt schon mal mit dem Waldbeergelee an. Dafür habe ich die Beeren schon mal vorbereitet. Ja. Da machen wir jetzt noch ein bisschen was Zucker rein. Beeren sind immer ein bisschen was säurehaltig. Du sagst Gelee, also verwendest du am Ende eigentlich nur den Saft, der aus den Beeren rauskommt. Die Beeren selber brauchen wir nicht. Das ist wirklich nachher ein klares Gelee, nicht eine dicke Grütze oder sowas. Ne? Genau. Jens kann sich nützlich machen und die Schokolade für den Bodenbelag der Tarte zerkleinern. So, dann weiche ich schon mal die Gelatine ein für das Beerengelee. Immer am besten, wie du sehr wahrscheinlich weißt, in kaltem Wasser. Hast du trotzdem Gelatine oder könntest du dir vorstellen, auch mit einem anderen Produkt zu arbeiten, wie Agar-Agar oder sowas? Ich habe teilweise schon ein bisschen was angefangen, mit Agar-Agar zu arbeiten. Man muss sich halt schon ein bisschen was reinlesen, weil das schon von der Form her, finde ich, ist ganz anders, damit zu arbeiten. Also Gelatine ist vom Tier und die muss sich auflösen in einer warmen Zutat oder Flüssigkeit oder wie auch immer, damit sie geliert. Und Agar-Agar muss man erst aufkochen, kurz köcheln lassen, damit die Gelierung überhaupt stattfindet. Von Mitstreiter Jens bekommt die Kuchenform ihr Fett weg, damit der Mürbeteig nicht daran kleben bleibt. Der Teig ist relativ frisch. Ne? Ich nehme jetzt mal ein bisschen mehr Mehl, sonst klebt uns das alles irgendwie. Koch Lars legt den Teig vertrauensvoll in Jens Hände, während er sich um das Gelee kümmert. Und ich streiche jetzt die Beeren durch ein Sieb. Damit ich die ganzen Kerne rausbekomme. Nicht gut, Kerne raus, alles okay. Jens ist ja eigentlich eher auf Steaks und Burger spezialisiert. Schau mal, der kann das alles. Der Jens hat mal irgendwann entweder Koch gelernt, auf jeden Fall viel in der Küche gestanden. Wir werden den jetzt blind backen. Alle Zutaten, die in diesen Mürbeteig rein müssen, werden nicht mehr gebacken. Wie eben jetzt hier die Beerengürtel oder das Beerengelee. Die Schokolade, das heißt, dieser Teig muss ja trotzdem gebacken werden. Und dann macht man das wie Oma, da hat sich nichts geändert bis heute. Backpapier rein, Erbsen drauf. Sie haben die Aufgabe, dass der Teig unten bleibt. Für 30 Minuten bleibt der Boden bei 160 Grad im Ofen. Wenn du nachher die Schokotarte da rein machst, wird der noch mal gebacken oder ist das nachher nur noch Masse? Nachher ist das nur noch Masse, der wird nur noch kalt gestellt, dass es fest wird. Also deine Schokoladenmasse wird einfach in den Teig reingegossen. Genau. Also klassisch, deswegen blind backen, Teig ist fertig, Schokomasse rein, kalt stellen. Ist der Plan aufgegangen und sind die Gerichte geglückt? Hier kommt der Nachtisch für die Mitstreiter. Die Bananenparfait-Halbkugel mit Bananenfüllung und Schokolade ist für Jens. Schokofan Martina hat die Schokoladentarte mit Waldbeergelee und Mango-Sorbet. Jens Nummer 2 probiert das hausgemachte Himbeerparfait. Und für Farid sind die karamellisierten Nüsse mit Schokosoße und Vanilleeis. Jens wird sich ja gerne die Kugel geben, aber so leicht ist das gar nicht.
Soll ich dir ein Bello aus der Garage holen? Hauptsache, es schmeckt nicht auf meinen Fest. Das ist kein Scheißerchen. Alter Schwede, ne? Das Ding ist mal knüppelhart, ne? Nach mehrmaligen Versuchen, es zu knacken, habe ich es auch geschafft. Es flog dann, wie bei dem Film Pretty Woman, über den Tisch. Ist dein Diss ja auch so eine Rakete, Jens? Ich habe das immer verfehlt von der Tagesempfehlung. Irgendwas an der Konsistenz gefällt mir nicht. Es ist so ein bisschen, trotzdem ein bisschen Kristalle drin und so weiter. Könnte etwas geschmeidiger sein. Es waren so ein bisschen Eiskristalle drin, die mich bei einem Parfait stören. Da mag ich das, wenn das ganz cremig im Mund zerläuft. Das darf auch schon am Teller anfangen zu fließen. Ich lehne mich jetzt aus dem Fenster. Ich würde sogar behaupten, dass er wirklich das aus frischen Himbeeren wirklich püriert hat. Weil du hast diese frische Säure. Geschmacklich erstmal von der Himbeere, von den frischen Himbeeren her wirklich vorzüglich. Ich würde mal sagen, das ist richtig so ein Brownie-Teig, den sie gemacht haben. Das ist nicht einfach irgendwie dunkler Mürbeteig oder sowas. Das ist richtig schokoladig. Unmengen an Schokolade drin. Ja, das ist kein Teig. Das ist Schokolade pur. Passt auch sehr, sehr gut zum Himbeere. Farid, deine Hauptspeise war dir ja zu süß. Wie beurteilst du denn den Nachtisch? Die Nüsse sind crunchy. Es ist nicht mit Zucker überzogen komplett, ja. Leichte Karamellisation. Das Vanilleeis kann ich mir nicht vorstellen, dass sie es selbst gemacht haben. Es war ein sehr gutes Eis, ja. Es war schön fluffig, ja. Es war nicht kristallisiert wie bei deinem Parfait. Die Anrichtung, die Qualität, top. Martina, den Tartboden hat dein Gegenüber Jens geplättet. Ist es gelungen? Der Schokoladentart hat den Mürbeteigboden. Der ist eher so wie so ein Shortbread. Also der ist schon sehr hart. Zu kompakt, zu dick auch. Eigentlich hätte ich mir den deutlich dünner unten den Boden gewünscht und den Rand eben höchstens halb so dick. Wer hat denn den gerollt? Gemein. Die Schokoschicht an sich ist sehr lecker, ist sehr schokoladig, sehr, sehr cremig. Nur die Schokoschicht auf dem Mürbeteig wäre super gewesen. Und wenn überhaupt, dann nur ein Hauch von Waldbeere. Die Waldbeerenschicht zwischen Mürbeteigboden und Schoko war einfach viel, viel zu viel. Das Mango-Sorbet ist ein super klasse, ganz fruchtiges, tolles Mango-Sorbet. Im Zusammenhang mit der Waldfrucht, zweimal Frucht brauche ich einfach nicht auf dem Teller. Müsste ich aber in der Form nicht nochmal haben. Mango passt nicht wirklich zur Schokolade. Also Mango passt sehr wohl zur Schokolade. Ne? Also das sehe ich komplett anders. Aber gut, Geschmäcker sind verschieden. Genau, das Gastgeberteam hat Appetit auf Komplimente. Gibt es denn welche? Leere Teller. Ist das gut? Ja, mit kleinen Anmerkungen, würde ich sagen. Wir mussten alle in Deckung gehen, um diese Panzerkugel zu knacken. Ja, wir haben es schon extra stehen gelassen, in der Hoffnung, dass das reichen würde. Also und das steht jetzt ja auch schon hier bestimmt 20 Minuten. Ne? Es ist einfach zu dick, diese Schokoladenmantel. Man könnte ja so eine kleine Stichsäge dazu servieren, oder? Die Füllung war in Ordnung. Kaffee, Banane, es waren kleine Stückchen drin. Ich hätte mir ein bisschen mehr erwünscht oder erhofft, weil es stand ja da, ist mit der Bananenfüllung. Also dann gib mir auch dann eine Banane, wenn ich die schon essen möchte. Ihr habt dann anstatt noch zu dieser Schokolade Brownie draufgelegt. Ja, wie beim Fußball. Du brauchst keine zwei Torhüter, du brauchst einen Torhüter, Mittelfeld, Stürmer. Und so brauchst du Schokolade, Banane und eine schöne Frucht. Das ist vollkommen nachvollziehbar, ja, stimmt. Es ist zu viel Schoko und Banane. Da fehlt was drumherum. Ja, sofort, zack, angenommen, das Thema, recht hast. Das ist eine Reaktion von einem professionellen Gastronom. Kritik kann er also ab, der Chef. Doch wie steht es um seine Rechenkünste? Stimmt das Preis-Leistungs-Verhältnis? Ich bedanke mich vielmals. Schön, dass ihr heute meine Gäste gewesen seid. Vielen Dank für euer Feedback, für eure Meinung. Noch sind sie nicht fertig mit ihrer Kritik. So, ihr Lieben, wir haben jetzt eine Rechnung von 220,40 Euro. Total, davon sind 160 Euro Essen und 60 Euro Getränke. Gut, also 40 Euro pro Nase, Dreigangmenü, schöne Sachen. Das kann man auf jeden Fall vertreten. Alle bereit für die letzte Tafelrunde der Woche? Bis zu 10 Punkte darf jeder für die heutige Gesamtleistung notieren. Ich gebe meinem lieben Felix und sein Team für diesen doch wunderschönen Abend heute 8 Punkte. 7 Punkte.
9 Punkte. 7 Punkte. Felix kommt mit dem Birte auf 31 Punkte. Das ist aktuell Platz 3. Wie sieht es nach der Punktevergabe von Profi Mike aus? Am ersten Tag war er in Farids Tapas Bar, dem Tio Pepe in Bonn, zu Gast. So, lieber Farid, jetzt die Punkte für dich. Vorab einmal eine ganz tolle Woche mit dir. Hat mir viel Spaß gemacht, dich zu beobachten. Du bist ein sanfter, netter, gutmütiger kleiner Bär mit einer tollen Familie. Und übrigens, halt an dem Vince fest. Er war und ist eigentlich die Überraschung der Woche für mich. Er ist wirklich richtig aufgeblüht, hat richtig Gas gegeben. Ganz toll. Für dich, für euch, richtig gute 8 Punkte. Danach ging es auf und ins Deutschlandreise. Martinas Lokal in Bad Godesberg. So, liebe Martina, jetzt für dich und deine Deutschlandreise die Punkte. Grundsätzlich finde ich das Konzept ganz, ganz toll. Mit Martin tolle Unterstützung. Wir Köche tun uns schwer mit dem Autodidakten, der in der Theorie richtig gut ist und in der Praxis leider ein bisschen kocht wie Muttis Küche. Ne? Also vielleicht da auch mal drüber nachdenken. Hier und da von dem Profikoch den einen anderen Tipp mitnehmen. Deswegen nicht das Querdenken aufhören. Jetzt die Punkte für dich. 7. Im Sinfonie wollte Musiker Jens mit seiner Frau Irma Harmonie servieren. Lieber Jens, liebe Irma, jetzt die Punkte für euch. Also, als Pärchen sensationell, ne, wie ihr verliebt wirkt. Als Team arbeitet ihr klasse. Gut gekocht hast du, liebe Irma. Autodidakten, deine Art, immer mehr zu uns in die Küche. Für euch beide sexy 9 Punkte. Jens Nummer 2 wollte gestern im Stellwerk mit Beef und Burgern Platz 1 holen. So, lieber Jens, jetzt die Punkte für dich und dein Stellwerk. Also tolle Location, super umgebaut, wirklich klasse. Ich habe mit Amerika gar kein Problem. Du warst da, du weißt aber auch, so ist Amerika nicht. Da geht mittlerweile mehr, oder? Du musst ein bisschen mehr Einfluss nehmen auf deine Küche und auf deine Köche. Und etwas mehr Frische einziehen lassen. Das geht sehr wohl. Jetzt die Punkte, seid mir nicht böse. Aber für mein Gericht und die Ofenkartoffel, da bleibe ich bei. Nur 6 Punkte. Sorry. Und wie punktet das junge Team im Restaurant Birte? Ja, jetzt die Punkte für dich, lieber Felix. Und natürlich in die Küche. Grüße Richtung Lars. Hey Lars, bist du verliebt? Lass das mit dem Zucker. Ach, das sagt man eigentlich zum Salz. Egal. Man hat dich als sympathischen, tollen Typen kennengelernt und als guten Gastgeber. Und zu Recht bekommst du und dein Küchenchef 8 Punkte von mir. Jens und Irma konnten den Mitstreitern den Marsch blasen und holen mit 46 von 50 Punkten im Sinfonie den Wochensieg. Herzlichen Glückwunsch! It was just since away.